Aber Sippel ist bei sowas, glaube ich, der hat mehr Talent dafür, Tobi Sippel. Der hat Tempo. Der hat die Geilheit. Ein Akku. Sechs Challenges. Der Metabo-Biathlon. Lars Stindl versus Tobias Sippel. Challenge 1. Die Rasenraute. Mähe die Borussia-Raute in die abgesteckte Rasenfläche. Der Schnellere gewinnt. Auf die Plätze. Fertig. Und... Mein lieber Strassi, boah, was glaubst du, was passiert jetzt hier? Ja, Sippel hat aber schon ganz schnell den Motor angeschmissen. Aber wer von beiden hat den größeren Garten? Wer hat also dementsprechend die bessere Erfahrung im Mähen? Ich glaube, Stindl hat den größeren Garten, aber Sippel ist bei sowas, glaube ich, der hat mehr Talent dafür. Jetzt hier diese Raute in den Rasen zu mähen mit diesem wahnsinnigen Akku-Rasenmäher RM3618. LTX-WL. Das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, ich sehe auch Sippel jetzt durchaus weiter vorne. Ja. Ach, die machen das natürlich, die gehen jetzt immer die Raute nach und nach. Warum versuchen die dann nicht einfach im Zickzackkurs irgendwie da schneller innen drin zu mähen? Naja, weil sie natürlich die Raute so im Herzen tragen und so verinnerlicht haben, dass man natürlich die Raute abläuft. Ja, und Tobi Sippel, der hat Tempo. Der hat die Geilheit. Das ist nicht das erste Mal, dass der da was wegmäht. Das kennt er noch von damals aus der Jugenddisco. Ich glaube, bei Gary Ehrmann musste er damals auch über Rasenmäher springen. Bei Gary Ehrmann musste der auch Rasen mähen. Das gehörte so zur Torwartausbildung dazu in Kaiserslautern. Super, aber das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier zwischen den beiden. Jetzt ist es halt so, wie der Markenclaim von Metabo, wenn es drauf ankommt, dann ist auch der Capitano da. Die Frage ist, schafft er es hier die Ruhe zu bewahren? Oder wird am Ende Tobias Sippel die Raute hier schneller in den Rasen gemäht haben? Oha, ich sehe aber auch Herrn Sippel da schon, der fertig. Da lächelt er, der Sippel, und er holt sich den Erfolg. Eieieiei. So, ich möchte jetzt ganz gerne nochmal irgendwie den Videobeweis sehen, wer jetzt da wirklich früher und sauberer gearbeitet hat. Wie hast du dir das vorgenommen, das Ding zu holen? Meine Güte, was hast du gemacht? Was war dein Geheimnis? Erstmal der Linie nachfahren und dann immer kleiner werden. Lars Stindl versus Tobias Sippel. Challenge 2. Der Parcours. Führe den Ball durch den Parcours und versenke ihn im Tor. Best of 3 Modus. So, meine Damen und Herren, auf das Signal geht es los. 3, 2, 1. Und jetzt bin ich gespannt. Torjäger gegen Torhüter. Aber guck mal, wie lang. Jetzt darf er nicht die Ruhe verlieren. Aber Sippel verkackt aber auch ein bisschen da hinten. Da ist er schön aus der Bahn rausgekommen. Und ich glaube, dass Sippi die Regel noch nicht ganz so weiß. Stindl. Oh Gott, aber Stindl macht den Mill. Ja, der aber ist da locker, nee, da lässig. Macht das erste Ding. Bravo, Rös. Und Tobi Sippel hat das Tor verhindert. Das kann man sagen. Das ist ja auch sein Beruf. Ja, aber auch in einer Vehemenz, den Ball einfach mal über das ganze Feld zu treiben da. Wahnsinn. Also 1-0 für Lars Stindl. Das heißt, es ist Best of 3. Das heißt, jetzt muss Tobi Sippel nochmal richtig Gas geben, weil es geht darum, das Duell doch noch für sich zu entscheiden. Sonst haben wir nachher einen Unentschieden. Dann seid ihr bereit. Dann geht es jetzt los. Oh ja. Sippi, guck mal, der muss jetzt. Jetzt hat er nämlich das Tempo jetzt wieder auf seiner Seite. Jetzt, ja, und jetzt hat er auch da das. Guck mal, der Sippi! Mein Lieber! Ausgleich! So. Oh, ist das spannend! Aber das war wirklich eine sehr, sehr wunderbare Runde hier. Spannend. Mit das sehr ist viel Gefühl spannend. Angeblasen ja. Und dann schön durchgezogen. Super. Da siehst du wieder. Da siehst du wieder diese Leistungsfähigkeit nicht nur von Sippi und Stindl, sondern auch vom Laubbläser. Ja, das Metabo ist ja übrigens auch Premium-Sponsor von Borussia Mönchengladbach, habe ich gehört. Absolut. Ich nenne das hier wirklich professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen. So, jetzt bevor der Regen kommt, müssen wir noch einmal Gas geben. So, jetzt Entscheidung. Wer das Tor macht, doch Best of 3. Best of 3. Wer die Kiste macht, der gewinnt das Spiel. Genau. Also, nochmal alles geben. Und los. Gucken. Ja, Sippi ist wieder tempomäßig unterwegs, aber jetzt zu viel. Jetzt kann Lars Stindl das Ganze hier mit Ruhe
Aber guck mal. Aber nee, aber da. Stindl hat auch Probleme. Nein, 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 nein. Also, nein, 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 das, nein, 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 nein. Das war ganz klassisch. Die Kölner, das war die Kölner Lösung von Lars Stindl. Nein, nein, nein. Und ich glaube, damit wird sich Tobi Sippel jetzt den Sieg holen. Was macht der Capitano da? Entsetzen im Publikum. Einer für alle, alle für einen.